So, meine Freunde, herzlich willkommen. Endlich wieder Eglog, Montag. Freut euch drauf. Das wollte ich euch eben zeigen, geschafft vor der Aufnahme, weil wir da einige Eier ausgebrütet haben. Und ich würde sagen... Oh, das erste Ei wird gebrütet. Mal gucken, was drin ist. OMG! Mega geil! Du bist dabei ab jetzt, mein Junge. Geilomatic-Cola. Oh mein fucking goodness. Oh mein Gott. Ne. Oh mein Gott. Ja, Mann, ich habe sogar einen Feuerstein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab sogar einen Feuerstein. Ich habe sogar einen Feuerstein. Okay, das war's. Wir haben das Team. Easy. Geil. Ich mimik mal, du mimik mal, scheiß drauf. Alter, Filmo, du bist aber jetzt dabei. Easy peasy, bist zwar eine Frau, aber ist egal. Ohne Witz, Filmo, du bist mein Boy, Alter. Filmo. Das waren die Pokémon, die wir bekommen haben. Ja, viel Spaß mit der Eglog heute. Ich hoffe, euch gefällt sie. Lasst kostenlos ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr mehr sehen wollt. Vielen, vielen Dank. Also, haut ihr rein. Moin, liebe Freunde, ein herzlich willkommen zum Montag. Ab heute heißt es Maskenpflicht. Hey, ein herzlich willkommen an alle. Leute, ihr habt ja letzte Woche Kim-Video gesehen. Liegt einfach daran. Arbeit, Corona, es nervt mich. Ich habe leider 40 Stunden, ich arbeite in der Medizinbranche. Einige wissen, was ich mache und es ist einfach so viel. Ich habe das schon mal im Video gesagt, es ist leider nicht möglich im Moment für mich dann auch noch die Videos perfekt zu schneiden. Und da ich dann nicht möchte, dass ich irgendwie was aufnehme, was ich in 20 Minuten aufnehme, ganz schnell schneide und dann hinknall. Das möchte ich einfach nicht. Ich will auch, wenn da schon dabei sein. Leute, wir haben letztes Mal uns bis zur neuen, also bis Mary vorgekämpft. Und wir werden heute gegen Mary spielen. Ich habe ein bisschen was am Team gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel Melotic entwickelt. Beziehungsweise Barschwa, also Alena. Habe wieder ein paar Eier ausgebrüht. Da sind einige neue Monster zukommen. Wir haben einmal Törtchen, das kennen ja einige noch. Julius und seinen Kader. Loki ist dabei immer noch. Shanti, unser Morbitesse, dann Rambo. Corazon hat immer noch keinen Namen. Das kommt auch mal nach unten. Das hier so sind die Monster, die noch keinen Namen haben. Dann ist hier einmal unser Dragon 2 dabei. Das ist unser liebes Pampauli. Ashley ist unser Simoflora. Sam ist jetzt auch dabei. Sam hat mich nämlich ganz oft angeschmackt. Wann komme ich ins Team? Wann habe ich mit Pokémon? Und ich habe gesagt, Sam, du bist schon eins, aber ich habe es dir noch nicht gezeigt. Aber ich wollte es jetzt mal zeigen, wie alles noch auf der Box, auf der Reservebox ist. Hannelore ist noch dabei. Und auch Filmo. Ich werde die Mons nächstes Mal leveln, wenn ich sowieso gerade ein bisschen Zeit habe. Das sind gerade alles noch Mons, die schon gelevelt sind, einigermaßen. Und um das Team jetzt eigentlich abschließend zu füllen, wäre mir eigentlich lieb, dass wir noch einen Drake, einen Drachen-Pokémon oder einen Flug-Pokémon mit reinschmeißen. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Timo mitnehme. Oder ob wir unsere Marcel weiter mitnehmen. Das ist so gerade die Frage. Ich habe auch schon überlegt, ob wir Mel mitnehmen, weil Mel entwickelt sich zu Scharfex auf 38. Hier ist auf 50 und ich würde gerne echt noch so gerne einen Drachen mitnehmen, so ein bisschen, weil Drachen sind immer sick dabei zu haben. Tim kann ich halt auch noch mitnehmen, das ist halt auch extrem stark. Oder ich trainiere nebenbei Fukan, aber wir haben halt mit Alina schon einen super guten Drachen-Type gerade. Ich könnte auch Dragon 2, obwohl ich könnte echt Dragon 2 mitnehmen, weil Wir haben eine leichte Eisenschwäche, weil Jolie wird von Eisen gut getroffen. Maurice wird von Eisen gut getroffen. Und da haben wir echt einige Probleme. Und so können wir halt mit dem Bodentyping das noch gut abfangen. Und es hat halt wahrscheinlich auch noch... Ja doch, das ist super gut in der Verteidigung. Das machen wir. Das trainiere ich jetzt nebenbei ein bisschen mit. Ich weiß, das passt nicht zu Dragon überhaupt nicht, aber es ist trotzdem gut, dass man... Es ist halt echt gut. Okay. Und ich habe eine Offensivfeste, das heißt, ich könnte danach Offensivfeste draufspielen, fällt mir gerade auf, weil ich habe einige Sachen gesammelt, ich habe auch die Steine gesammelt. Und ja, wir werden uns jetzt auf zu Mary begeben, um einen neuen Fight gegen Mary zu machen. Ich bin gespannt, frage mich gerade echt, wie das laufen wird, weil wir haben bis jetzt immer beim Rivalenkampf irgendwie immer mal ein paar Mons verloren, Arena-Kampf haben wir ein paar Mons verloren, aber nie irgendwie so bei Mary jetzt, weil Mary ist einfach Liebe, diese Frau, die ist super sick, I love it, ich liebe sie.
Ihr werdet von mir auch nochmal, wenn ich die Eckloch beende, werdet ihr von mir auch nochmal hier nochmal ein Special-Video bekommen. Allein zu Mary. Es wird extrem cool, das sage ich euch jetzt schon. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach erstmal. Wir haben alles mit. Auf geht's! Spackford ist seine Heimatstadt. Diese kenne ich ja auswendig. Ich mag die wirklich. Ihr werdet euch freuen, wenn ich die Egglock beendere, wird auf jeden Fall safe und special zu Mary kommen. Vertraut mir. Wird auf jeden Fall geil. Wird richtig geil. Wird richtig, richtig geil. Ich freue mich drauf, das zusammenzuschneiden, zu cutten, zu gucken. Das wird extrem fresh. Das wird richtig fresh. Okay. Sehr nice, ich liege hier mit Alina an dieser Stelle. Das heißt, wir können mit dem Kreuzhieb direkt angreifen. Du weißt, dass ich stärker geworden bin. Ich auch. Ich habe zwar einiges an Mons verloren. Was? Warum ist das Ding 42? No. Warum ist das 42? Ja, easy. Hab nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt, Alter. Krass. Hä? Warum? Wait, what? Warum ist das Ding 42? Okay, erstmal Level 14 erreicht. Sehr nice. Eisenabwehr, Doppelkick erlernen. Das ist geil. Das meine ich halt. Wir brauchen noch so ein Bodentyping. Und, Zähigkeit haben wir. Perfekt. Damit, das wäre echt gut, damit wir die Stahlattacken abwehren. Aerotex. Aerotex ist Kampf. Unlicht. Ich könnte jetzt eigentlich Maurice gehen, aber Maurice ist 31. Das Ding wird so umgenockt. Aber auch holla die Waldfee. Jolie kann den Hit nicht tanken. Ich habe auch eine richtig krasse Kampfschwäche, fällt mir gerade auf. Ich gehe ins Ziel. Ziel muss eigentlich alles tanken, weil er kann mich nicht mehr in die Kampfattacke treffen. Fuck, eine Unlichtattacke. Oh, die trifft mich richtig hart. Oh Gott, nein, no way. Stop it, please. Stop it. So dumm, der Switch gerade. Stop it. Please, oh fuck. Aber ich glaube, eine Unlichtattacke, eine One... Also, ihr könnt mich, glaube ich, nicht one-shotten. Er kann mich nicht one-shotten. Ich habe einen Evoliten drauf. Senkt die Innet, ne? Oder senkt das die Innet? Ich weiß nicht, ob das die Innet senkt. Doch, senkt die Innet, habe ich doch richtig im Kopf. Ich wechsle raus. Mir ist das so unsicher. Eine Kampfattacke wird jetzt nicht kommen, weil er wahrscheinlich jetzt predicten wird, mit einer Unlicht-Attacke drauf zu hauen. Also sowas wie Abschlag. Ich switch wieder aus. Ich spiele ihn so ein bisschen aus, glaube ich, gerade. Also ich glaube, er könnte Abschlag haben. Knirscher kann das Ding. Gegenstoß. Das sind alles so Unlichtattacken, die kommen könnten. Aber er kann mich trotzdem nicht rausnehmen. Das glaube ich nicht. Ich bin Evoliten-User. Ich habe eine relativ gute... Ja, doch, komm. Ich habe eine relativ hohe Dings. Wenn ich jetzt durchkommen sollte, kann er mich nicht rausnehmen. Vielleicht hat er auch gar keine Attacke drauf. Bitte. Bitte, Ziel. Ich wollte dich noch nie so sehr, bitte. Komm schon, bitte, Ziel. Bitte. Bitte. Ja, Mann, da fällt mir sogar das Headset weg. Geil, Mann. Gut gemacht, Ziel, mein Junge. Huh. 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 Der hätte mal vorher noch Sanktu-Klinge drauf, Alter. Also, dann wäre Ziel richtig schnell. Ich überlege echt, aus Ziel halt, wirklich ein Durengard zu machen, weil ich habe den Finsterstein. Und ja, mit dem Finsterstand kann ich einfach extremst viel machen. Das ist das einfach. Bleib mal drin, ne? Auch hier, er kann mir eigentlich nicht viel machen. Er kann mir nicht viel machen. Ich habe Aeroas. Er hat nur Giftattacken und Rauf- und Kampfattacken. Er kann mir nicht viel machen. Nein! Oh ja, denke ich. Okay, easy. Puh! Ich hab grad das Ding so weggeworfen. Ich dachte, oh Gott. Mega nice. Holy shit, geil, Mann. Sauber. Sehr schön. Okay, damit stehen wir gut da. Haben jetzt ein bisschen wieder gekriegt. Dragon leveln wir gerade nebenbei super mit.
Und zum Schluss kommt nochmal Morpeko. Ja, ganz ehrlich, da kann ich super safe in Alina gehen. Alina tankt das Ding ohne fucking Lashley-Probleme, weil, ganz ehrlich, was soll er machen? Er kann nichts viel machen. Komm her mit deinem Morpeko. Ja, komm. Give it that, please. 44. Alter, warum sind die so fucking stark, Mann? 44. Das muss man sich mal reinziehen. 44. Das ist 44. Ich bin gerade mal bei 41 und sowas Ich werde die nächste Arena so verkacken, Alter, ne? Ich glaube, ich werde auch in der nächsten Arena extra nur hohe Mons mitnehmen, sonst wäre das da richtig problematisch. Ja, das werde ich, glaube ich, ich brauche gar nicht gleich versuchen zu leveln. Ich kann mal am besten leveln, wenn wir nicht in der Arena sind, aber wir müssen jetzt hier gleich die Arena machen, indem wir die nächsten Kämpfe dann machen. Alter, 44, ne? So, wir betreten Spikeford und damit haben wir auch hier nochmal ein neues Ei uns gesaved. Das nicht vergessen, also ein Ei haben wir jetzt wieder frei, weil wir gerade Spikeford erreichen. An sich eine coole Stadtidee, aber die ist total verschwindet, meiner Meinung nach. Irgendwie ist hier fast nie was los. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde das rausfinden. Okay. Irgendwie finde ich sehr, sehr schade, dass die Spikeford halt nicht mehr gemacht haben. Hier hätten sie richtig eine florierende Stadt draus machen können. Mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Ich will gar nicht zur Arena hören. Ich will aber nicht. Ich will nicht. Ja, meiner Meinung nach hätten sie es machen können. So, wir gehen ins Pokémon Center, heilen uns erstmal hoch. Wir haben noch kein Geld ausgegeben. Das heißt, wir können uns auch noch ganz, ganz viele Moves und Mons und so, also Mons nicht, aber Moves kaufen, die wir hier bekommen können. Sehr nice auf jeden Fall. Wir gehen auf Dings wieder und wir nehmen nur das Stärkste jetzt mit, wirklich nur das Stärkste, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass wir da sonst riesen Probleme kriegen werden. Das Problem ist, Kleptifuchs oder Mai ist halt mit 36 extrem hoch, aber ich weiß, dass wir da nicht so viel mit machen können. Und ich weiß, dass sie eine Unlicht-Arena-Leiterin ist. Das heißt, wenn ich jetzt also Philly noch ein bisschen leveln würde, wäre Philly hier das Mon to time to shine, mein Junge. Also wirklich time to shine, ne? Und die Frage ist halt, machen wir aus Ziel ein Durengard? Ich schreibe es mir wirklich mal in die Kommentare. Würde mich immer interessieren, ob ihr wollt, dass wir aus Ziel ein Durengard machen. Würde mich echt mal interessieren, ob ihr das wollt. Ich habe auch keine Möglichkeit mehr, mir Level abzugeben oder so. Dina Maximum haben wir nur, aber wir haben keine Dinger. Ja gut. Also, wir packen erstmal den Fokusgurt drauf. Ja, der Fokusgurt ist Pure Numero. Packen wir hier drauf. Damit Feli immer safe einen Shot überlebt. Scope Linse erhöht die Crit Chance. Wenn der Punkt mal dieses Item erhöht, ist die Volltrefferquote. Gehen wir Alina, weil Alina hat halt mit Kreuzhieb immer eine erhöhte Chance. Das ist halt nice, glaub mir. Wundersaat packen wir auch drauf, kriegt Ziel. Kriegt Niesel. Ziel bekriegt das Evoliten links weiter drauf. Und jetzt ist die Frage, was wir auf Tim packen. Ich könnte Kingsland drauf machen, damit ich halt flinche oder sowas ähnliches. Wäre halt auch gar nicht so schlecht. Senkt die, aber ich nehme Blendpuder mal drauf. Weil senkt die Genauigkeit. Das ist halt auch nicht schlecht, wenn wir da vielleicht einen Move oder so überleben sollten. Das wäre, glaube ich, halt. Ja, doch, das wäre eigentlich, glaube ich, ganz gut. So, auf geht's. Ich würde sagen, haben wir noch Tränke und sowas? Ja, ne? Dass wir uns währenddessen, wenn wir einen besiegt haben, uns wieder hochheilen können. Ich glaube, davon haben wir letztes Mal super viele einkauft. Super Tränke. Nice. Haben wir eigentlich alles dabei. Ja, dann würde ich sagen. Auf geht's, Rainer Challenge. Nebenbei werden wir versuchen, Feli zu leveln, weil Feli, ich habe so irgendwie dieses Gefühl, dass Feli uns hier wirklich, oder Maurice, uns hier super, 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 super carrying kann.
Ich habe da irgendwie so dieses Gefühl. Ich hoffe es irgendwie auch. Okay, da sind ja auf jeden Fall ein paar Leute. Hey, Arena Challenge, willst du durch? Dann musst du uns kaputt machen. Kaputt. Okay, kein Problem, machen wir. Keine Probleme. Wie stark ist es? Wie stark ist die Frage jetzt? Wie stark ist es? Ich könnte. Ich habe den Fokus gut drauf. Ich switche in Alina. Ich switche in Alina. Also sie sind hier 42. Die sind hier 42. Das heißt, der Arena oder die Arena-Leiterin muss mindestens 44, 45 irgendwie so um den Dreh haben. Das heißt, ich kann mit Alina relativ gut und safe was machen. Ja. Okay. Das heißt, ich darf sie mitnehmen. Das ist ja die Frage, ne? Bam. Oh, Junge, das schmeckt halt. Wenn du crittest, ne? Und dann auch noch die Linse drauf hast, schmeckt das halt noch mehr. Das ist so, als wenn du so ein frisch paniertes Schnitzel dir in die Pfanne haust und dann gleich erstmal. Das schmeckt einfach, ne? Saugeil. So, next. Also, nächster. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt gegen sie battlen müssen. Nee, die geht auch weg. Also immer nur ein Kampf. Okay, das ist sehr nice, gerade zu wissen. Ich hoffe, wir machen auch keine Doppelkämpfe, weil dann bin ich auch so ein bisschen RIP. Ach, nö! Eine unsichtbare Wand, du kommst nicht vorbei. Oh Mann, die haben uns eingekesselt. Holy shit. Holy shit, wollte ich sagen. Mary. Ich finde das irgendwie voll geil, dass sie ein riesen Fan sind von Mary, ne? Okay, Garnux. Normal Unlicht. Das heißt, auch hier müssten wir. Oh, 42. Das ist alles so hoch. Das ist keine One-Shot-Garantie irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube nicht, dass wir es mit einem Zauberschein rausnehmen. Ich habe zwar den Fokus gut drauf, aber diese Möglichkeit, dass man missen kann und sowas, das ist viel zu hoch, meiner Meinung nach. Also, nicht missen, aber dass man. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja auch noch Tim. Tim ist halt auch extrem strong in der Arena. Tim wird auch extrem strong sein. Säumsestimme, Seeschaumserenade. Das wird richtig geil. Das Ding wird hier richtig rocken. Also Tim wird hier richtig krass machen. Ja. Schmarotzer macht auch nicht so viel. Oh mein Gott, das macht richtig was. Warum macht das so viel? Hä? What the fuck? Warum macht das wirklich so fucking viel? Okay, es war ein Quit. Ja, dann werde ich auch mit einer Dings nicht rausnehmen. Ich bleib bei Dings. Dann werde ich. Oh fuck, ich muss gleich mal heilen. Ja, ich muss mega heilen gleich. Holy shit. Ja, ich muss echt gleich heilen. Ganz richtig. 10 von 10. Mega, ich muss gleich echt heilen. Okay. 43. Ich muss ein bisschen aufpassen mit Alina. Alina darf jetzt nicht mehr zu viel in den Kampf in den Vordergrund geschickt werden. Sie darf zwar ein bisschen EP abbekommen, aber sie darf nicht hier dieses Vordergrund-EP abkriegen, also den Haupt-EP, wenn sie im Kampf teilnehmen. Deswegen muss ich ein bisschen switchen, glaube ich. Irgendwie ist das halt extrem cool mit Pantimos gemacht, ne? Oh, weiter geht's. Dankeschön. Damit wissen wir, dass wir weiter müssen. Aber wir heilen uns erstmal. Und geben uns ein paar Supertränke, weil Alina ist angeschippt. Maurice ist 33. Das ist, glaube ich, fast 10 Level unter der Arena drunter bestimmt. Ja, doch, müsste. 10 Level drunter sein. 10 Level müssten da drunter sein. What the fuck? Warum sitzen die in den Häusern? Habe ich gar nicht gesehen, dass die in den Häusern sitzen. Hä, lol. Habe ich echt gar nicht mitgesehen. Lol, habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Aero-Kex. Vielfache Schwäche. 10 Level drunter. Let's go. Ich habe einen Fokus gut drauf.
Hau dich jetzt bitte nicht selber. Hau dich bitte nicht selber. Bitte, das ist vierfach Schwäche, Rukeks. Komm schon. Ich wusste es. Ja, dann kann ich den Fokus gut vergessen. Fuck off. Ah, oh, schade. Ah! Sehr geil gewesen. Pili ist halt ein bisschen, oder Maurice ist halt ein bisschen langsam. Und es ist halt sehr, sehr, sehr schade. Schade. Hätte er mal jetzt Masse gemacht, hätte ich direkt angreifen können. Egal. Wir gehen mit einer Säumsestimme ran. Gegenschuss kommt, der tut nicht so doll weh. Und Säumsestimme. Ich müsste eigentlich dafür noch Zauberschein lernen oder Moonblast. Moonblast wäre richtig gut. Und Wasserdüse als nächstes. Prio-Attacke. Saugeil. So finisht man das Ding raus. Mega! Geil und Money Go. Mega nice. So. Feli erreicht Level 34, Ziel 42. Und Julie geht auch noch mal ein bisschen Level up. Julie wird uns eigentlich ja auch richtig gut sein. Käfergebrumm. Und sowas wird auch richtig geil sein. Das Problem ist, Julie lernt, glaube ich, erst auf Level 50 Falterrang. Also noch 8 Level muss ich die gute Alte bearbeiten, damit das hier, damit die halt Falterrang lernt. Damit ist sie richtig strong einfach. Oh, ein Item. Was ist hier drin? Top-Beleber, okay. Erstmal Feli heim. Damit der Fokusgurt wieder aktiv wird. Es ist halt trotzdem immer noch super, super schwach, das Ding, ne? Ach nö, dein Ernst? Ich wusste, irgendwie, ja. Als ob die so Jumpstyle könnten machen. Ist klar, Digga. Nee. Einfach nee. Nee. Als ob die das gesch. Nee. Nö. Es ist halt alles Unlicht, ne? Also, ich könnte hier super viel mit Feli reißen, Alter. Super viel. Oh, jetzt hat er aber eine Kampfattacke drauf, ne? Eigentlich wäre dann auch Tim hier die beste Wahl wiederum. Ja, Tim wäre die beste Wahl. Tim ist eigentlich immer die beste Wahl. Weil er kann halt vielleicht mit einem Fußkick oder ähnliches angreifen, wenn es das Ding im Set hat. Aber es macht uns nicht viel. Clownfetzer, ja. Was soll er denn uns machen? Okay, Eis der Frage tanken wir auch. Eissplitter tanken wir auch. Was? Es kam Metallklaue! What the hell? Was? Warum kann es Metallklaue? Okay, er kann uns nicht rausnehmen. Okay, Eissplitter. Holy shit, das Ding kann Metallklaue. Holy shit. Holy shit. Hätte ich nie mitgerechnet, dass das Ding Metallklaue kann. Leute, an dieser Stelle werden wir für heute Schluss machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei dieser Folge wieder. War extrem nice. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich, ja. Wir werden uns dann im nächsten Part weiter durch die Arena ballern. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Wir werden auch eben kurz das Team wieder hochhalten, damit ich das nicht vergessen sollte. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, Abo, da könnt ihr kostenlos machen. Ich würde euch sagen, Dankeschön, wünsche euch noch einen schönen Montag. Bleibt gesund, bis dann noch, ne? Hau dir rein und ciao. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da. Links und rechts findest du vielleicht ein Video oder auch eine Playlist, die dir vielleicht gefallen könnte. Schau da doch mal vorbei, würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.